Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Willkommen an diesem Samstagabend. Norbert König ist auch dabei für den Sport. Guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Affäre Aiwanger. Der Chef der Freien Wähler lehnt einen Rücktritt weiter ab. Ob ihn Ministerpräsident Söder halten wird, ist bis zur Stunde ungewiss. Botschaft aus der Mongolei. In dem Land zwischen Russland und China ruft Papst Franziskus zu Frieden in der Welt auf. Und Geldregen am Main. Für Kolo Muani bekommt die Eintracht 95 Millionen. Nur wer soll jetzt für Frankfurt stürmen? Der Ball liegt jetzt bei Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident muss entscheiden, ob er seinen Vize Aiwanger kurz vor der Landtagswahl entlässt. Der Chef der Freien Wähler hat in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt Söders Fragenkatalog beantwortet und sieht überhaupt keinen Grund für Entlassung oder Rücktritt. Die Opposition verlangt, dass Fragen und Antworten veröffentlicht werden. Alexander Pohl. Das Aubinger Herbstfest bei München. Eigentlich ein ganz normaler Wahlkampftermin für Markus Söder. Doch heute warten alle auf eine Entscheidung zum Fall Aiwanger. Herr Aiwanger hat die Fragen beantwortet. Wie machen wir weiter? Einen schönen Tag. Sagt's und lächelt den Fall Aiwanger erstmal weg. Dann irgendwo im Getümmel wenigstens eine kurze Antwort. Alles wird sauber geprüft. Alles wird sauber geprüft. 5 Wochen vor der Landtagswahl in Bayern. Hubert Aiwanger ist für Söder zu einer Belastung geworden. Was nun, nachdem Aiwanger den Fragenkatalog der CSU zu der antisemitischen Hetzschrift beantwortet hat? Bei der CSU-Basis sind die Meinungen zu Aiwanger differenziert. Es hat ja jeder Blödsinn gemacht. Er hätte vielleicht bloß gleich zugeben sollen. Mei, am Ende, ich glaube, zwischen Jugendsünde und antisemitischen Äußerungen ist halt doch ein großer Unterschied. Ich würde mit Aiwanger weitermachen. Weitermachen, das will Hubert Aiwanger auf jeden Fall. Der bayerische Wirtschaftsminister, heute zu Gast in Hessen, spricht im Zusammenhang mit der Flugblattaffäre von einer Hexenjagd auf ihn. Die Koalition mit der CSU solle weitergehen. Ich weiß nicht, zu welcher Entscheidung der Ministerpräsident kommt, aber ich sehe nach meinen Antworten überhaupt keinen Grund für einen Rücktritt oder eine Entlassung. Die meisten hier in Hessen denken genauso. Im Moment haben wir immer noch die Unschuldsvermutung hier in Deutschland, bin ich der Ansicht. Und eine Vorverurteilung sollte hier nicht stattfinden. Er sollte auf keinen Fall zurücktreten, aber er hätte von Anfang an viel offener eben reden müssen. Die Opposition in Bayern fordert heute Offenheit von Markus Söder. Ich verstehe, wenn Markus Söder sich jetzt etwas Zeit nimmt für eine schwere Entscheidung. Aber ich finde, dass die Fragen und vor allem auch die Antworten natürlich veröffentlicht werden müssen, weil so eine Entscheidung kann jetzt nicht einfach im Hinterzimmer getroffen werden. Wann Söder entscheidet, ist nach wie vor offen. Tja, Aiwanger entlassen oder nicht, Stefan Leifert in München. Warum tun sich Markus Söder und die CSU so schwer mit dieser Entscheidung? Weil Markus Söder auf diese Entscheidung nun immer stärker durch die polittaktische Brille schaut. Und was er da sieht, das ist ein echtes Dilemma und die Wahl zwischen zwei Alternativen, die beide große Risiken bergen. Sollte er Hubert Aiwanger am Ende nicht entlassen, dann würde er Gefahr laufen, auch Zweifel an seinem eigenen Aufklärungswillen zu streuen. Denn Markus Söder hat die Latte ja sehr, sehr hoch gehängt, hat von ekligen, widerlichen Vorwürfen gesprochen, die jetzt zweifelsfrei aufgeklärt werden müssten. Und wenn Zweifel an Hubert Aiwanger bleiben am Ende, dann würden immer auch Zweifel an Markus Söder haften bleiben. Möglichkeit 2, er entlässt Hubert Aiwanger. Auch das ist mit großen Risiken behaftet, denn dann liefe die CSU Gefahr, ihren Koalitionspartner zu verlieren, müsste einen Wahlkampf plötzlich konstruieren, ohne die Machtoption mit den Freien Wählern weiter zu regieren. Der ganze CSU-Wahlkampf war eigentlich darauf ausgerichtet, auf die Fortsetzung der sogenannten Bayern-Koalition. Und er müsste einen komplett neuen Wahlkampf entwerfen. Wann Markus Söder entscheidet, wissen wir nicht. Er arbeitet im Moment, genauso wie Hubert Aiwanger auch, sehr diszipliniert die politischen Termine ab. Ein Termin steht fest, der findet morgen statt. Das ist das ZDF-Sommerinterview. Und egal, wie Markus Söder entscheidet, wann er entscheidet, der Termin steht, morgen das ZDF-Sommerinterview. Dankeschön für diese Einschätzung aus München. Stefan Leifert war das. Ein klares Nein kommt vom Bundeskanzler zur Weiternutzung von Atomkraft. Das Thema Kernkraft ist ein totes Pferd, sagte Scholz dem Deutschlandfunk. Der Ausstieg sei gesetzlich erfolgt. Mit dem Ende der Nutzung habe der Abbau begonnen. Gestern hatte die FDP-Bundestagsfraktion gefordert, auf den Rückbau der 3 noch einsatzfähigen Atomkraftwerke vorerst zu verzichten.
CDU-Chef Friedrich Merz hat sich offen für Vorschläge auch aus seiner eigenen Partei gezeigt, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Es sei nicht entscheidend, ob der Satz künftig bei 42% oder 45% liege. Wichtig sei eine Entlastung der Mittelschicht, so Merz in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Belastungskurve gehöre abgeflacht, denn Leistung müsse sich lohnen. Eines der großen Streitthemen der Ampelkoalition war die Kindergrundsicherung. 2025 soll sie kommen und mehr Chancengerechtigkeit bringen. Die grüne Familienministerin Paus hatte mehr Geld gefordert. Nach ihrer Aussage können Familien armutsgefährdeter Kinder künftig mit bis zu 636 Euro monatlich rechnen, abhängig vom Alter des Kindes. Gerade jetzt zum Schulstart müssen Eltern viel bezahlen. Susanne Freitag-Carteron berichtet. Serias Schultüte ist fertig. Gebastelt und befüllt mit Hilfe der Arbeiterwohlfahrt. Eine Aktion für wirtschaftlich schwache Familien in Saarbrücken. Serias Mutter ist alleinerziehend, hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Die Schultütenaktion eine große Hilfe. Ich schäme mich, wenn ich auch meine Kinder nicht gut mit allem versorgen kann, ja? Und muss immer Aktionen schauen. Es ist einfach nicht leicht so im Moment. Ein paar Kilometer weiter verteilt der Kinderschutzbund gespendete Schultaschen. Aber dir gefällt der Hans. Ja. Du hast den gesucht. Die Nachfrage nach solchen Angeboten explodiert wie die Kinderarmut. Die wird immer sichtbarer, sagen die Mitarbeiter der Sozialverbände. 2,4 Milliarden Euro sollen in die Kindergrundsicherung investiert werden. Dass jetzt dieser Betrag dabei herausgekommen ist, also ich denke, da sind wir Sozialverbände uns alle einig, das ist nichtmals ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist ein Anfang, aber der Anfang ist viel zu gering. In dieser Schule in Berlin-Spandau ging es heute los mit einer Feierstunde. Hier im Brennpunkt ist die Kinderarmut noch höher als im Bundesdurchschnitt. Hier fordern sie auch mehr Investitionen in Sprachförderung, Kitas und Schulen. Ich wünsche mir natürlich für meine Kinder hier in diesem Brennpunktgebiet, dass sie wirklich eine Chancengleichheit bekommen. Wenn Kinder keine Teilhabe bekommen oder einfach irgendwo abgehängt werden, die sind dann nachher im Nachteil oder bekommen keine Ausbildungsplätze, dann sind die nächsten Sozialfälle. Wirtschaftsforscher schätzen, dass die Kinderarmut den Staat jährlich 110 bis 120 Milliarden Euro kostet. Ein Vielfaches dessen, was jetzt in die Kindergrundsicherung investiert wird. Schauen wir ins Ausland. In Tel Aviv sind nach schweren Zusammenstößen zwischen Migranten aus Eritrea und der israelischen Polizei mindestens 150 Menschen verletzt worden, 19 sogar schwer. Die Beamten mussten nach eigenen Angaben wegen der unmittelbaren Gefahr Schüsse abgeben. Unter den Verletzten sind auch 49 Polizisten. Hunderte Eritreer hatten vor der Botschaft ihres Landes gegen die dortige Diktatur protestiert. Auch in Deutschland war es im Juli bei einem Eritrea-Festival zu Ausschreitungen gekommen. Auch in Zypern gab es Krawalle. Am Abend kam es nach einer Demonstration gegen Flüchtlinge und Migranten zu schweren Ausschreitungen. Hunderte, zum Teil Vermummte, zogen durch die Hafenstadt Limassol. Sie griffen Migranten an und zerstörten deren Geschäfte. Es gab 13 Festnahmen, mindestens 5 Menschen wurden verletzt. Nach mehr als 10 Jahren Bürgerkrieg flammen in Syrien die Proteste wieder auf, und zwar nicht nur in den Rebellengebieten. Demonstriert wird gegen schlechte Lebensbedingungen, steigende Preise und gegen die Regierung Assad. Bereits seit mehr als 2 Wochen gehen Menschen vor allem in Suweida im Süden des Landes auf die Straße. Die Region ist das Kernland der Drusenminderheit. Von der Gewalt der Assad-Regierung wurde sie bisher weitgehend verschont. Anna Feist berichtet. Dass diese Bilder uns erreichen, ist nicht selbstverständlich. Sie bezeugen die größten Proteste in von Assad kontrollierten Gebieten seit Jahren. Seit 15 Tagen protestieren die Einwohner der Stadt Suweida. Bisher greifen die Sicherheitskräfte nicht ein. Doch gestern Nachmittag wurde das Internet weitestgehend eingestellt. Das bedeutet nichts Gutes, ahnen die Einheimischen. Doch der Reihe nach. Suweida, der 18. August. Sie rufen: Bashar, hau ab! Die Menschen hier sind sauer, denn wenige Tage zuvor wurden die Subventionen für Benzin aufgehoben. Die Währung komplett wertlos. Schon jetzt leben 9 von 10 Syrern in Armut.
Die Menschen können nicht mehr. Sie können nicht mehr atmen. Sie sehen, wie die Preise steigen, ohne Ende. Machthaber Assad lässt die täglichen Proteste bisher gewähren, obwohl Bilder von ihm verbrannt werden, eine seiner Parteizentralen angegriffen wurde. In den sozialen Medien melden sich nun seine Unterstützer mit einer klaren Drohung. Ich warne euch, bald wird es einen Besuch geben. Ich sage euch nicht wer, aber da wird wer sehr bald zu euch nach Sueda kommen. Doch davon lassen sie sich nicht einschüchtern. Diese Politikwissenschaftlerin ist eigens aus Damaskus angereist, wie viele hier. Ich rufe alle Syrer aus allen Städten auf, uns zu folgen. Das könnte unser historischer Moment werden. Entweder jetzt oder nie. Obwohl der Druck auf die Gemeinde zunehme, das Internet heute weiter von der Regierung blockiert werde, die Demonstranten wollen weitermachen. Zum Krieg in der Ukraine. Moskau hat vergangene Nacht nach eigenen Angaben 3 ukrainische Seedrohnenangriffe auf die Krimbrücke abgewehrt. Die Brücke ist für Russland strategisch wichtig, etwa für die Versorgung der Truppen auf der völkerrechtlich annektierten Halbinsel. Bei der ukrainischen Gegenoffensive, hier nahe Bachmut im Osten des Landes, sieht Kiew Fortschritte. Die ukrainischen Truppen rückten voran, so Präsident Selenskyj. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bietet sich immer wieder Papst Franziskus als Vermittler an. Bei seinem Besuch in der Mongolei rief er dazu auf, die dunklen Wolken des Krieges zu vertreiben. Ein deutlicher Wink an die Nachbarländer Russland und China. Die Mongolei ist eine Demokratie, sie ist 4-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur 3,4 Millionen Einwohner, die meisten davon Buddhisten. Katholisch sind nur etwa 1400. Mehr von Andreas Postel. An die Ränder gehen, dahin, wo kein Papst vor ihm war, das gefällt Franziskus. Und selbst dann, wenn es dem hochbetagten Pontifex schwerfällt. Bei den wenigen, den Armen, den Alleingelassenen, da solle seine Kirche sein. Nur knapp 1400 katholische Gläubige gibt es in der Mongolei. Fast alle sind wohl gekommen. Wir begleiten den Papst seit seiner Ankunft und wir sind sehr glücklich über seinen Besuch. Staatsempfang in der Hauptstadt Ulaanbaatar, dessen Präsident den Besuch des Papstes als Aufwertung seines Landes verstehen kann. Papst Franziskus würdigt den nachhaltigen Umgang mit der Natur, die Abschaffung der Todesstrafe in der Mongolei und den Einsatz gegen Atomwaffen. Die Mongolei ist nicht nur eine demokratische Nation, die eine friedliche Außenpolitik betreibt, sondern sie ist bestrebt, eine wichtige Rolle für den Weltfrieden zu spielen. Ein diplomatischer Drahtseilakt, der dem Papst diesmal zu gelingen scheint. Das Lob für die Mongolei kann als Signal an die beiden direkten benachbarten Großmächte Russland und China verstanden werden. Eine Reise dorthin blieb dem Papst bislang verwehrt. Dafür sind kleine Gruppen chinesischer Katholiken nach Ulaanbaatar gereist. Eine offenbar riskante Reise, sie wollen nicht erkannt werden. In der Kathedrale der Hauptstadt lobt Papst Franziskus die Religionsfreiheit. In der Mongolei, so die Botschaft, ist die katholische Kirche willkommen. Und was hier möglich sei, könne doch auch bei den großen Nachbarn möglich sein. Deutlicher als mit dieser Mongolei-Reise kann der Papst seinen Friedenswillen momentan kaum signalisieren. Jürgen Ehrbacher begleitet die Papstreise. Jürgen, es gibt in der Mongolei nur sehr wenige Katholiken. Warum besucht Franziskus dieses Land? Der Papst hat strategische Ziele. Er ist bereits zum 5. Mal in Fernost. Die katholische Kirche wächst in Asien. Da will er präsent sein und die lokalen Kirchen unterstützen. Und dann ist das große Ziel China, der Nachbar hier der Mongolei. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und Peking. Man befürchtet dort zu starke Einmischungen in innere Angelegenheiten. Und so umkreist der Papst mit seinen Reisen China und gibt immer wieder deutliche Botschaften. Heute Abend zum Beispiel hat er gesagt, keine Regierung muss die katholische Kirche fürchten, denn sie hat keine politische Agenda, sondern will das Wohl aller Menschen in einem Land fördern. Auf dem Weg hierher von Rom nach Ulaanbaatar hat Papst Franziskus dem chinesischen Präsidenten ein Grußtelegramm aus dem Flieger geschickt. Aus Peking kam die Reaktion, wir wollen daran arbeiten, die Beziehungen zu verbessern. Verbessern will Franziskus hier auch das Verhältnis zu den asiatischen Religionen. Er sucht Partner im Einsatz gegen religiösen Fanatismus. Für den 86-Jährigen ist das die 4. Auslands Reise in diesem Jahr. Die 5. folgt in wenigen Wochen. Man merkt dem Papst die Strapazen an, doch trotz der Mühe, man kann ihn nicht bremsen. Dankeschön nach Ulaanbaatar. Danke, Jürgen Ehrbacher.
Zurück nach Deutschland. Anfeindungen, Diskriminierung, Gewalt, das erleben Schwule, Lesben, Transmenschen, überhaupt queere Menschen immer wieder. Ein Blick auf die Statistik zeigt, 2007 registrierte die Polizei noch 63 queerfeindliche Delikte, etwa Beleidigungen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 1000. Auch die Zahl der erfassten Gewalttaten steigt. Zuletzt waren es 227. Auch wenn die Bereitschaft zugenommen hat, Übergriffe anzuzeigen, die Dunkelziffer dürfte hoch sein. In Frankfurt am Main hat man reagiert. Susanna Santina. Es war im letzten Jahr, als Manuel Illbeck brutal angegriffen wurde, nur weil er schwul ist. Der 27-Jährige war mit einem Kumpel Arm in Arm unterwegs, als ein Mann seinen Freund in die Seite schlug und sie als Schwuchteln beschimpfte. Und daraufhin hat der Angreifer seine Faust gezogen mit irgendeinem harten Metallgegenstand wohl und hat mich voll am Kinn getroffen. Und es war so heftig, dass mir nicht nur der Kiefer gebrochen ist, sondern ich wirklich direkt K.O. war. Die Polizei konnte den Mann fassen, der ihm das angetan hat. 6 Wochen lang hatte Manuel Stellschrauben in seinem Kieferknochen, konnte den Mund nicht öffnen. Meistens gehe die Gewalt gegen Queere von jungen Männern in einer Gruppe aus, sagt die Frankfurter Polizei. Herkunft oder Religion spielten keine Rolle. Es sind keine bestimmten Tätergruppen, die die Straftaten gegen die queeren Menschen begehen. Es sind teils oder größtenteils Zufallsbegegnungen. Auf die zunehmende Gewalt hat die Polizei mit einer erhöhten Präsenz im sogenannten Regenbogenviertel reagiert. Hier befinden sich viele queere Bars. Außerdem gibt es künftig mehr Queer-Beauftragte. Im letzten Jahr wurden immer mehr Angriffe registriert. Da sagen wir aber auch, das hat damit zu tun, dass wir das Dunkelfeld erhellen, weil wir ermutigen durch Szenerundgänge und Gespräche mit der queeren Community, dass überhaupt erst Straftaten angezeigt werden. Auch die Night Queens haben mehrfach Gewalt erlebt. So nennen sich diese schwulen Männer, wenn sie wie hier in Wiesbaden öffentlich auftreten. In ihrer Frauenrolle sehen sie eine Kunstfigur. Ja, wenn nur Sprüche kommen, haben wir Glück gehabt. An Silvester bei einem Booking wurden Raketen auf mich gerichtet und losgeschossen. So viele Mädels, die schon Prellungen, Rippenbrüche, eine Flasche durchs Gesicht gezogen gekriegt haben. Und das alles nur, weil sie eine Kunst ausleben. Die Night Queens trauen sich abends alleine nicht auf die Straße. Manuel Illbeck leidet bis heute unter dem Angriff. Der Täter muss sich unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Seit der Landung der Mondsonde vor 10 Tagen gehört Indien zum erlauchten Kreis der Mondfahrnationen. Jetzt greift das Land zu den Sternen, und zwar zu dem für uns wichtigsten, unserer Sonne. An Bord einer Trägerrakete wurde ein Forschungssatellit ins All geschossen. In 4 Monaten wird er seinen Platz an der Sonne erreicht haben und aus 1,5 Millionen Kilometern Entfernung Sonnenwinde erkunden. Jetzt Fußball. Nun hat Eintracht Frankfurt seinen Topstürmer Kolo Muani doch noch verkauft. Norbert? Praktisch ein Last-Minute-Deal. Ja, das Transferfenster zur Bundesliga war ja schon geschlossen. Aber das Fenster nach Frankreich, das stand noch offen. Und so hat der vorübergehend streikende französische Nationalspieler doch noch seinen Willen bekommen und spielt jetzt für Paris Saint-Germain. Es war ein Spiel gegen die Zeit. 0.30 Uhr heute Morgen meldeten beide Parteien Vollzug. Transfer in letzter Sekunde. Randall Kolo Muani. Bis gestern noch Eintrachtler, heute schon großer Hoffnungsträger beim französischen Meister PSG. Hallo, ich bin's Randall, ich bin stolz und glücklich hier zu sein im Parc des Princes. In Hessen werden sie ihn vermissen, 50 Pflichtspiele, 26 Tore. 95 Millionen war dieses Paket PSG wert, Rekordablöse für einen Spieler der Hessen. Alles gut für Spieler, Frankfurt und Paris? Bei der Eintracht beklagen sie eine sportliche Lücke. In Gangkamm aus Berlin und Omar Mamouche, Torschütze gegen Mainz, müssen diese schließen. Wo eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. Für Muani heißt die nächste Station Paris. Bayer Leverkusen untermauert seine Ambitionen auf eine Top-Platzierung in der Fußball-Bundesliga. Drittes Saisonspiel, dritter Sieg. Gegen Aufsteiger Darmstadt gewinnt die Werkself mit 5:1. Noch deutlicher der Überraschungssieg des VfB Stuttgart gegen Freiburg 5:0. Die ersten Punkte für Bremen 4:0 gegen Mainz 05. Der erste Punktverlust für Wolfsburg 1:3 in Hoffenheim. Und Augsburg gegen Bochum 2:2. Aktuell läuft der Klassiker Gladbach gegen Bayern München. Gestern der erste Bundesliga-Punkt der Vereinsgeschichte für Heidenheim 2:2 in Dortmund. 2 Spiele morgen.
Leverkusen zumindest vorläufig Tabellenführer vor Stuttgart. Union und die Bayern können noch punkten. Dortmund kann theoretisch noch auf Platz 11 zurückfallen. Die Mannschaften ab Platz 12 noch sieglos, ganz ohne Punkte bisher Köln und Schlusslicht Darmstadt. Die Bundesliga komplett, natürlich ausführlich mit Gladbach gegen Bayern. Um 23 Uhr im aktuellen Sportstudio zu Gast ist der deutsche Zehnkampfrekordler Leo Neugebauer. Die deutschen Volleyballer stehen bei der Europameisterschaft noch mit weißer Weste da. Zweites Gruppenspiel, zweiter Sieg, 3:0 gegen die Auswahl der Schweiz in Perugia. Gegen den Underdog aus der Schweiz spielt das deutsche Männerteam mit veränderter Aufstellung. Die Stammspieler Georg Rosser und Lukas Kamper werden geschont. Doch Zuspieler Johannes Tille setzt die jungen Angreifer exzellent in Szene. Nach nur 21 Minuten ist der erste Satz perfekt. Auch den zweiten Durchgang gewinnt die DVV-Auswahl mit deutlichem Abstand. Im dritten Satz liegen die Schweizer zunächst in Führung. Doch mit starken Angriffen und einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung holt sich das deutsche Team letztlich den Satz und gewinnt so auch das zweite Spiel souverän mit 3:0. Morgen wartet dann auf Bundestrainer Michael Winiarski und seine Auswahl mit Belgien ein stärkerer Gegner. Und dann sind auch die Basketballer wieder dran. Die können bei der WM ihre Siegesserie ausbauen gegen Slowenien. Morgen. Morgen. Genau. Dankeschön. Bitte schön. Und Basketball bewegt nicht nur Menschen. Mhm. Das beweist diese Otterdame in einem Zoo im US-Bundesstaat Oregon. Zielsicher schnappt sich Juno den Ball und stopft ihn in den Korb. Das nennt man im Basketballjargon einen Dunk. Und Juno beherrscht ihn geradezu meisterhaft. Für sie ist es allerdings eine Art Reha-Maßnahme. Die Dunks sollen gegen die Arthrose in ihrem Ellenbogen helfen. Warmes und sonniges Spätsommerwetter vom Feinsten prognostiziert gleich Katja Hornefer. 10:45 begrüßt Sie Christian Sievers im Heute-Journal. Wir sagen Danke und Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Guten Abend, jetzt kommt der Spätsommer. Das hängt zusammen mit diesem hohen Luftdruck über Mitteleuropa. Flankiert wird der hohe Luftdruck durch gleich zwei Tiefs. Und das Tief über der Iberischen Halbinsel bringt tatsächlich nochmal Spätsommerwärme zu uns nach Deutschland. Heute Nacht ist es zum Teil erstmal klar, hier im Südwesten Deutschlands. Im Nordosten ist es dagegen stärker bewölkt und dazwischen bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10 Grad und liegen morgen ganz im Norden um 20 Grad. 29 Grad werden es am Oberrhein. Das wird ein sehr freundlicher Sonntag und besonders im Westen scheint die Sonne zum Teil strahlend. Einzig in Ostbayern sind einige kleine Regenschauer nicht ganz ausgeschlossen. Spätsommerlich warm geht's dann in den nächsten Tagen weiter und sehr sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 31 Grad. Und wenn Sie sich fragen, wie es nach der Wochenmitte weitergeht, naja, es bleibt warm, wie Sie hier am Trend für Mannheim gut sehen können. Da gibt es mehrere Tage am Stück um die 30 Grad. Auch in Norddeutschland kommt die Wärme an. Es wird nicht ganz so warm, wie Sie hier in Flensburg sehen können, aber immerhin 25 Grad sind es dann doch meist. Guten Abend.